Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem Sims 2 Let's Play. In der letzten Folge ist ja Philipp zu Julia gezogen, weil sie ihm darum gebeten hat. Oh, Recht, Anwaltsassistent. Nein, brauchen wir nicht. Beide müssen jetzt allerdings noch einen Job finden. Jetzt gucke ich gerade mit Philipp, Meeresforschung, nein, nach einem Job in der Hoffnung, dass einer zu finden ist. 29 Tage. Politik? Nein. 28 Tage. Ist das schon wieder Buggy? Militär? So, warte mal. Du kannst dann dein Kind absetzen. Ah, nein. Warte mal. Medizin? Nein. Ach, verdammt. Es gibt schon wieder nichts. So, Lea. Phoebe aufs Töpfchen setzen. Und dann machst du den mal Lea. Ja, Job finden ist halt so eine Sache. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wie ich das am besten machen soll. Vor allem, wieso bist du eigentlich schon wieder wach? Du müsstest doch eigentlich noch weiter schlafen. Die schlafen noch weiter, die schlafen. Sehr schön. Ausgezeichnet. Das heißt, du kannst hier mit deiner Tochter, okay, du lernst deiner Tochter gerade das Töpfchen gehen. Das funktioniert hier bei Phoebe eigentlich relativ gut, muss man sagen. So, dann machst du das mal sauber. Und dann wirst du dich zu deiner... Wieso willst du ein Kind adoptieren? Ja, für dich müssen wir dann sowieso auch noch so ein einzelnes Wohnheim irgendwie suchen. Einzelnes Wohnheim ist falsch ausgedrückt. Wir müssen ein Eigenheim für dich eigentlich finden. Für dich und Philipp und Phoebe. Weil, ja, es ist halt ein bisschen doof, gell? Aha, du bist jetzt Buggy oder was? Hey, du sollst doch hier weitermachen. Spiel doch ein bisschen mit deiner Tochter zusammen. Das fördert doch die Bindung, die Mutter-Kind-Bindung. Julia, okay. Papadisch, Papado. Schau, das ist doch voll gut, wenn die Beziehung hier besser wird. Gigo, du. Bist du eigentlich künstlerisch angehaucht, Julia? Ja, bist du. Ja, dann passt es ja, dass du mit deiner Tochter hier ein bisschen Musik machst, oder? Das ist doch eigentlich ganz gut dann. So, was ist mit dir? Kannst du jetzt nochmal schlafen? Warte mal, du kannst doch eigentlich auch nochmal schlafen, oder? So, du schlafen. Wie schaut es bei dir aus? Oh, ihr seid beide wach. Okay, benutzen, abziehen, duschen. Dann musst du Frühstück servieren, bitte. Omelettes. What the fuck? Entspannen? Nee, warte mal. Bett machen. Was ist hier jetzt? Wieso sind die jetzt kaputt? Abgestorben. Also irgendwie so die Gartenfähigkeit ist nicht so meins, ha? Ich habe nicht unbedingt so den grünen Daumen. Das ist ja ziemlich Mist in der Vieldüngen. Ja, keine Ahnung, ha? Ja, gut. Du musst Essen servieren, damit du etwas hier, Kind bekommen, alles mögliche. Ach du Scheiße, wie kann man nur sein Kind verhungern lassen? Claudia ist nur noch Haut und Knochen, gibt dem Kind etwas zum Essen und zwar schnell. Ich bin doch dabei. Wo ist denn Claudia überhaupt? Das ist Beatrice Claudia. Ah, okay, warte mal. Ich habe ein Problem. Süßigkeiten essen, Plätzchen. So. Es hat nämlich keinen Sinn mehr, wenn du jetzt hier weiter kochst. Warte mal, 8 Uhr. Dann geh hier mal aufs Klo. Ich meine, du solltest schon noch weiter fertig kochen, gell? Weil das ist immerhin... Juhu! So. Ein Kreativitätspunkt. Julia, wo bist du denn schon wieder hin?
Du spielst schon wieder nicht mehr mit deiner Tochter, gell? Hat die Hunger? Ja, die hat Hunger. So, dann gib mal bitte Phoebe dein Plätzchen essen, okay. Ah, ihr müsst in die Schule. Du musst arbeiten. Was möchtest du denn? Eine Fähigkeit maximieren, okay. So, wollen wir Reste weglegen? Hast du da jetzt was? Auf Essen warten. Mal isst das mal. Nee, warte mal. Du wirst das jetzt mal weglegen. Dann wirst du das hier essen. Du gibst deiner, genau, du gibst deiner Tochter was zum Essen und schaltest dann das Licht ein. Das ist super. Essen. Ach, die Kleine hat jetzt selber danach gerufen. Ich habe ihr doch schon was gebracht. Oh, echt jetzt? Okay, warte mal, sie macht das eh so. Lala. Genau. Dann kriegst du was zum Essen. Beides voll. Du möchtest Samen sehen. Okay. Wenn du dann nach Hause kommst, kannst du die beiden erst nochmal hier kompostieren. Dann viel düngen mit Düngemittel, Kompost. So, genau. Ihr unterhaltet euch. Das ist eine gute Idee. So ein Schwein, hey. So, die Kleine, die hat... Hast du jetzt schon fertig getrunken? Ja, okay. Die Kleine kann dann gleich nochmal schlafen gehen. Wenn du dann fertig bist, kannst du deine kleine Maus bitte wieder ins Bett legen. Dann hier benutzen und reinigen. Der hier, genau, du hast ja heute noch frei. Du brauchst aber einen Sauberkeitspunkt. Das heißt, du setzt dich dann gleich mal hier hin und lernst etwas. Und du, mein Lieber, brauchst keine Ahnung was. Logi, ich meine, wir haben ja heute schon mal geguckt, gell? Das wird keinen Sinn haben, da öfters zu gucken. Wobei es irgendwie schön wäre, wenn das hier, keine Ahnung, alle 5 Stunden oder 2-mal am Tag sich ändern würde. Das wäre irgendwie toll. Warte mal, du wirst das erstmal wegwerfen. Ah, abbrechen. Und dann wirst du ein bisschen üben. So, genau. Du bist dann auch noch so nett und schaltest das Licht ein, ja. Räumst das hier ein bisschen auf. Ciao, kein Phoebe, du kannst jetzt wieder schlafen gehen. So, was ist das? Alabama, okay. Er mag den Hund nicht so wirklich. Gut, du lernst deine Sauberkeit, du kümmerst dich gerade ein bisschen um dich. Das ist sehr gut. Was hast du eigentlich für Vorlieben? Fitness-Spieler, genau, Spieler. Ja, dann kannst du dich aber eh zu ihm dazusetzen und üben, weil du möchtest das ja sowieso auf Vordermann bringen, gell? Hygiene, weil du gehst doch mal eben schnell duschen und säubern. Da was zum Säubern? Nein, okay. Und dann gehst du üben. Ja, dann beschleunigen wir das Ganze mal ein bisschen. Nein! Du gehst jetzt nicht baden. Ein Sauberkeitspunkt. Sehr schön. Das heißt, du kannst jetzt hier dann abheben. Wer ist das denn? Ach, das ist Severus. Na, Michel Junghans. Kenne ich den? Ne, ich lerne ihn gerade kennen. So, was ist jetzt eigentlich genau passiert? Wieso? Schau mal, da wird doch noch angezeigt, dass Julia deine Mama ist. Und Philipp ist halt... Wieso kann sie dir nichts beibringen? Das verstehe ich nicht so ganz. Das verstehe ich nicht. Wissenschaft, okay. Aber die ist schon wieder ausgeschlafen. Bist du deppert? Bist du deppert? Okay, warte mal, dann kannst du... Du gehst jetzt nochmal... Oh, nein, gehst du nicht.
Phoebe auf Steph Marlon hat heute frei, ja, das wissen wir. Dann gehst du hier benutzen, säubern. Damit ihr beide euch ein bisschen hier mehr vertiefen könnt, Erwachsenen. Ja, strick dich mal, dehn dich mal. Also, dein Harntragen müssten wir eigentlich auch bald mal, dein Töpfchen lernen müssten wir ja auch bald mal geschafft haben, mal Charisma. Wir haben doch hier irgendwo, das hatte ich doch letztens mal festgestellt, wo das ist, oder? Hier, genau, Charisma. Charisma. Weil, dann kannst du hier dann ein bisschen spielen, wenn du fertig bist. Okay, einmal Töpfchen gehen brauchen wir noch. Einmal Töpfchen gehen, bitte. So, was möchtest du? Du hab dich, genau, dich habe ich jetzt eh schon da dazu geschickt. Und du müsstest dann dringendst duschen benutzen. Achso, aufs Klo gehen benutzen und dann hier deine Spiele. Oh. Ah, der Rechner ist kaputt gegangen. Okay. Papa, kannst du so lieb sein und den Rechner reparieren? Bitte, bitte. Das wäre ganz toll von dir, wenn du das machen würdest. In der Mittagspause beschließen Claudia und einige Freunde, einen neuen Naturfreunde-Club zu gründen. Der bereits bestehende Schulclub bekommt jedoch Wind von der Sache und fürchtet die Konkurrenz. Soll Claudia sich der Macht und den monatlichen Beiträgen von natürlich wunderbarer Weltordnung unterwerfen oder ihren eigenen Club gründen? Neuen Club gründen. Einige Mitglieder von Natürlich Wunderbarer Weltordnung sind schon seit längerem unzufrieden und treten begierig Claudias Club bei. Leider sind alle ziemlich unkreativ, sodass der neue Elan bald schon wieder verflogen ist. Claudia und ihre Freunde sind enttäuscht und verlieren etwas ihrer Begeisterung für die Natur. Oh, Kacke. Das ist Mist. So, Philipp verliert etwas Begeisterung. Ihre Noten verbessern sich. Okay, und sie wurde wieso verbessern sich nur deine Noten? Ah, okay. Mann, diese Woche war einfach unglaublich. Und nächste Woche wird genauso. Beatrice' Noten werden auch besser. Sehr schön. So, Madame, du wirst jetzt dich hier nochmal ransetzen. Mittagessen servieren. Hawaii Toast, Hamburger, Abendessen servieren. Chili con Carne. Das wirst du jetzt mal machen. Wir müssen hier ein bisschen was vorbereiten. Hawaii-Toast, Oma super, super. So, Madame, du brauchst Spaß, ne? Genau. Du machst dich ja erstmal fertig. Bist du schon fertig mit Reparieren? Ja. Bist du? Dann kannst du hier mal eben duschen. Dann spielst du ein bisschen Dings und du, genau. Kompostieren. Kompostieren. Philipp. Keine Ahnung. Wie, mehr Ding haben wir nicht? Okay, warte. Du möchtest doch dann noch einen pflanzen. Tomate. Wir können nicht mehr pflanzen. Toll. So, dann Dings Wanderung unternehmen. Seifenblasen machen. Wie ging das denn nochmal? So, etwas pflanzen. Glühwürmchen fangen. Insekten aufspüren. Schmetterlinge fangen. Haben wir das jetzt hier irgendwo gerade? Ich glaube nämlich nicht. Was haben wir denn gerade? Herbst? Ja, da wird es, glaube ich, etwas. Okay, warte mal hier. Ups. Gut. Du machst deinen Spaß. Du machst deinen Spaß. Du. Ja. Okay, so, warte mal. Du gehst jetzt dann auch mal eben duschen. Du räumst mal eben die Sachen auch hier hin.
Ah, Reste weglegen, Reste weglegen, Reste weglegen, Reste weglegen, Reste weglegen. Ich glaube, das geht gar nicht alles. Wie doch. Logikfähigkeit. Oh. Oh, was? Tier besitzen. Nee, lass mal. Tiere lassen wir erstmal. Wir haben eher eine Familie, wo Tiere drin sind. So, warte mal, du brauchst hier. Genau, du könntest ja eigentlich. Das Insekt kann in der Insektenkiste näher untersucht werden. Haben wir denn hier überhaupt eine Insektenkiste? Ich glaube nämlich nicht. Phoebe hat in 2 Tagen Geburtstag. Wie geht's überhaupt jetzt so? Warte mal, hör mal auf zu spielen. Du könntest ihr noch das Sprechen beibringen, bitte. So, du müsstest. Reste weglegen. Okay, du bist jetzt. Du warst jetzt eben gerade duschen. Können wir nicht schon wieder hier mal gucken? Hier einen Job suchen? Sag mal, bist du jetzt älter oder nicht? Toll, es wird. Obwohl, doch, er wird älter. Aber sie ist einen Tag älter als er. Okay. No. Ich weiß, du tust mir so leid, aber du kannst eben. Momentan geht es eine Fähigkeit maximieren. Recht? Nee. Ja, gut, es gibt noch nichts Neues. Kreativität und Kochen maximieren. Alter. Alter. Okay, warte mal, Suche beenden. Hier, lernen für Kochen. Er ist eh so nett und spült dir das auch ab, das ist keine Frage. Dann geht er aufs Klo und dann werden wir hier uns etwas rausnehmen. So, hast du Hunger? Nein, du hast keinen Hunger, du willst schlafen gehen. Nee, du, lass mal. Charisma, warte mal, du könntest eigentlich hier nach oben gehen und ein bisschen Charisma reden, also reden üben. Du könntest mal aufhören und dich um, hoppala, dich um dich kümmern, benutzen, duschen und säubern. Mitten in der Nacht Bienen entdeckt, ist klar. Ist klar. Okay, so, dann wirst du auch Reste nehmen. Oder wollen wir mal gejagt werden? Benutzt werden, duschen, säubern, passt. Okay. Das Einzige, was wir jetzt noch nicht bekommen haben, ist hier Schlaf. So, du hast aber auch Hunger. Das heißt, du könntest jetzt hier auch Reste nehmen. Also, damit du lernst kochen. Oh, okay, warte mal. Du setzt sie jetzt bitte aufs Töpfchen. Ah! Warte mal. Nimm nur mal schnell Reste. Ich weiß, dass du müde bist. Bitte, nimm noch mal Reste. Okay, so, hier Reste. Dann nimmst du bitte auch Reste. Brich das bitte jetzt nicht ab. Bitte, nein, 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 Kind. Das bitte noch nicht Reste nehmen. Bitte, nimm Reste. Ich weiß, dass du stehst. Wer bist du denn? Okay. So, benutzen, duschen. Natürlich ein Ruf. Ja, lass mich mal bitte in Ruhe schlafen. Du hast bloß noch keinen Spaß bekommen. Das ist ziemlich mies. Das ist ziemlich mies. Okay, du kannst dann schlafen gehen. Dann habe ich euch beide schon mal versorgt. Genau. Dann gefragt werden. Genau, du möchtest jetzt was essen. Das sehe ich auch noch. Nein, du möchtest was vorgelesen bekommen. Nein, 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 nein. Du kriegst nichts vorgelesen. Nein, 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 nein. Was du bekommst, ist eine Flasche, damit du deinen Hunger beseitigen kannst. Hier, gell? Jo, ist es schon gut, ist es schon gut. So, du gehst dann auch schlafen und du kannst dann auch eigentlich bei Zeiten mal schlafen gehen, gell? Du kannst das jetzt noch benutzen, Hände waschen und dann gehst du auch schlafen. So, was ist mit dir? Du lernst noch, du kannst in der Zwischenzeit das hier leer machen.
und die Kleine dann ins Bett geben. Genau, hier. Ah, einschalten nicht. So, ins Gitterbett geben. Dann wegwerfen. Sauberkeit. Ah, okay, du kannst nur ein. Ja, jo. Okay, warte mal, du wirst dann hier noch die Reste weglegen und das hier aufräumen. Und dann kannst du dich... Ach Gott. Wieso wird hier so viel kaputt? Okay, warte mal. Klar, das Hausaufgaben machen. So, warte mal, du räumst das hier weg, du räumst das hier weg. Dann reinigen, säubern, aufwischen, reparieren. Alter, ist das laut. So, was ist mit dir eigentlich? Du musst, Mädel, du musst dringend deine Sachen machen hier. Ah. Gehst du bitte aufs Klo aufwachen? Komm, aufs Klo gehen. Duschen. Säubern lassen wir noch. Das darf dein Papa machen. Und dann musst du schlafen. So. Nina hat sich einen Kochenpunkt verdient. Das ist sehr schön. Säubern, aufwischen, passt. Okay, so, Nina. Nina, wo bist du? Du bist hier. Was, die Kleine ist schon wieder wach? Wollt ihr mich verarschen? Okay, sie ist aber auch maximale Begeisterung für Spiele entwickeln. Okay. So, warte mal, dann kannst du hier die Kleine erstmal rauslassen. Warte mal, das kannst aber du selber machen, ne? Eieieiei. Ups, rauslassen. Dann, du gehst jetzt erstmal hier benutzen, duschen und dann gehst du auch schlafen. Das ist wichtig. Dann. Was machst du eigentlich? Du müsstest da mal dringend was essen, ja? Ah, wo ist denn hier? Hier Reste nehmen. Lass mal. So, Reste nehmen, sehr schön. Na, dann kannst du das auch hierhin benutzen, duschen, schlafen, alles mögliche machen. Genau, hier, warte mal, du kannst hier... Oh, Phoebe sprechen beibringen. Okay, dann liegt es anscheinend wirklich an der Verbindung. Okay, jetzt weiß ich das auch. Die Kleine möchte gut aufwachsen. Okay. Ja, das liegt halt daran, weil ich nie besuchen war, aus Angst, dass das Spiel dann irgendwie hier kaputt geht oder immer wieder abbricht. So, warte mal, brich das mal ab und bring deiner Tochter noch das Töpfchen gehen bei. Okay, dann weiß ich das jetzt auch. Wieder was dazu gelernt aus Sims 2, was schon ewig alt ist. Was ich eigentlich ziemlich intensiv gespielt hatte. Alter, geht's noch? Hast du das jetzt schon gelernt oder nicht? Kannst du das jetzt? Nein, du kannst es nicht selber verwenden. Wieso denn nicht? Wieso denn nicht? So, warte mal, hier leeren. Abspülen, abspülen, abspülen. Das war doch eine schöne Woche. Hoffentlich bleibt das so. Bist du jetzt auch schon wieder wach? Ah, du bist wach. Okay. So, du möchtest Hausaufgaben machen. Ich glaube, das Hausaufgaben machen. Warte mal. Die liegen. Okay.
Okay, warte mal. Ich müsste eigentlich. Irgendwo noch Hausaufgaben rumfliegen haben, oder? Da. Nee. Das ist ein Buch. Ja, nein, vielleicht. Weiß nicht, hab Angst. Wo sind denn meine Hausaufgaben? Hier ist nichts. Oh. Ich kann schon 5 Punkte verteilen. Wir machen einfach mal das hier, die Bedürfnisse. Kann ich das bei dir auch schon machen? Da habe ich erst 3. Okay. Schade. Bei dir kann ich aber auch noch was machen, gell? Familie. Ja, gut. Wo finde ich denn die Hausaufgaben von Beatrice? Oder mal Claudia? Achso, warte. Ja, Hausaufgaben machen. Achso, du brauchst erstmal Spaß, gell? Weglegen, spielen. Du hättest eigentlich ihr Haus, also Spaß, gell? Oh, warte. Kompostieren. Das ist eine gute Idee. Kompostieren, kompostieren, kompostieren. Phoebe die Flasche geben. Wieso ist sie schon wieder so müde? Das muss ich nicht verstehen, oder? Die Bild wird nicht geliefert, weil du noch zu viele Zeitungen hast. Ja, schön für dich. Na gut, dann werde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao.